So, moin moin und willkommen zurück zum Let's Play von Corekeeper. Und ja, ich bin mein Mekko, wir spielen, wie gesagt, Corekeeper. Wir sind jetzt in der dritten Folge. Oha, die ist aber richtig gut, ne? Slower, but more damage in weapon against multiple enemies. Okay, ich lasse sie mal noch hier. Ach ne, den haben wir drüben reingetan, ne? Nebenan. Nehmen wir mal alles noch mit. Hier haben wir das reingetan. Ja. Den einen machst du mir noch bitte fertig. Hier habe ich schon Essen reingekloppt. Der kocht auch schon fleißig, wie ihr seht. Oh ja. Läuft. Dann müssen wir anpflanzen gehen. Ich habe gedacht, ich tue die Sachen hier rein, aber ich muss es natürlich jetzt erst nochmal mitnehmen. War jetzt nicht so smart. Ist das meine Kupferaxt? Ja. Warte mal. Brauche ich aber das da. So. Wer hat er verbraucht? Alle. Ne, einen. Ja, okay. Für einen. Das ist ja. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Ja, mal, oh, da war Pudding oder sowas drin. Machen wir weiter. Was haben wir hier? Bomb Pepper, Glow Tulip, Hardberry und die kommen wieder weg. So. Sieben Hardberries, oh Gott. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir uns irgendwie so eine Art Garten bauen. Damit wir hier nicht rumeiern die ganze Zeit. Und vielleicht eine Rüstung wäre gar nicht so schlecht. Und jetzt tun wir es nämlich einfach in die Truhe und haben nochmal zwei Plätze mehr. Müssen es ja nicht mitnehmen, verstehst du? Das funktioniert aber, ne? Okay. Dann bauen wir uns mal ein paar mehr Fackeln. Einmal genug Holz. Keinen Stress haben. Ja, das geht auch zusammen. Und das geht auch noch rein. Ja, guck mal hier. Das läuft auch langsam, Freunde. Muss ich auch bald reparieren. Kann ich die jetzt schon craften hier? Ja. Ja, geil. Voll praktisch. Okay. Und dann schau. Oh, nee, stopp. Du kannst ja. Nee, du kannst jetzt einfach fuddeln, Alter. Du kannst ja jetzt einfach hier die rein tun. Und hast Scrap Hearts. Lol. Okay. Ist ja gar nicht so schwer. Ich dachte so eben noch, es wäre irgendwie schwer, an Scrap Hearts zu kommen, aber irgendwie ja gar nicht. Sieht aus wie ein Pudding, das sieht aus wie so eine Polizeisirene, die man aufs Dach klatscht. Also, wir versuchen erstmal, den hier zu kriegen. Dafür brauchen wir 15 Zinn. Und wenn wir die haben, dann fangen wir an, uns eine Base zu bauen. Okay? Dann haben wir auch irgendwann genug Fieberkram. Dann das Essen tue ich auch mal hier rein. Denke, damit werde ich erstmal auskommen. Wir sind ja 14 Stück. Ich kann das verderben. Nö, ne? Okay. Dann esse ich mal einen. Aber weil ich kann. So. Wollen wir da oben weitermachen? Lass uns doch mal hier noch gucken. Ich meine, wir haben jetzt da oben richtig viel gemacht, aber lass uns doch mal hier gucken. Vielleicht ist hier noch was. Erstmal
Nee, wir fangen hier an. Einfach mal geradeaus durch. Ah, okay. Aha. Wo waren wir denn vorher ungefähr? Hier oben. Okay. Machen wir auf jeden Fall immer überall Licht hin. Dann sollten wir keine Probleme haben. Was haben wir denn da? Aha. Noch mehr Schleimis. Auch keine Absicht, dich jetzt zu treffen hier. Aha. Da sind wir wieder. Wir machen erstmal wieder überall Licht hin. Dürfen wir sehen. Angreifen tun sie uns ja erstmal noch nicht. Wenn wir die jetzt kaputt machen, ne? Oben ist ein Dings drin mit Stacheln. Weiß gar nicht, macht das Sinn, die immer alle wegzumachen? Die tun ja eigentlich nichts. So ein Scheiß. Ein Loch in den Boden gekloppt, einfach aus Versehen. Boah, zwei Stück mit einem Mal. Auch geil. So, man kann ja wirklich einfach irgendwie überall hin, ne? Was war das denn? A green gem shaped like a spiral. Aha, vielleicht kriegen wir den da unten rein.
Erstmal geht es darum, Sinn zu finden, und das stellt sich noch schwieriger heraus als erwartet irgendwie. Nee. Denn, was ist das denn? Was ist das? Du hast gesehen? Ja, das hingezeigt. Hier hat es hingezeigt. Gehen wir gucken, was da ist. Aber das kann ich kaputt machen damit. Ja, wenn ihr auch trifft, dann ist gut. Jo. Ja, hier kommen richtig viele Gegner. Um einfach mal reinzuballern. Hä? Wie hält denn der aus? Der war aber besonders stark, oder? Also irgendwas muss hier sein, denn die Map hat hier gerade geblinkt, hier oben. Ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt einfach mal hier Stift zu bauen und zu gucken, was man hier so alles findet. Wir machen hier den ganzen Schleim weg. Blum. Das hat ja echt unnötig. Einfach weg mit dem Scheiß. Wir nehmen ja nur Platz weg im Inventar. Weil Scrap Parts können wir uns so viele bauen, wie wir wollen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ich habe keinen Bock, nachher irgendwie hier von hinten so überrascht zu werden oder so. Und vielleicht brauche ich die, weil die können ja auch Gegner slowen, steht da, ne? Oder? Nee, nur mich. Aber die können dort spawnen. Vielleicht braucht man die nachher. Muss man die spawnen, weil man Schleim braucht oder so. Für irgendeine Maschinerie. Und dann bin ich froh, wenn ich genug habe. Ich habe keine Ahnung. Sicher ist auf jeden Fall sicher, Freunde. Und Arbeit ist es ja auch nicht wirklich, also von daher. Pingplong. Oha! Ich muss was essen.
Ah ja, du kannst mit hinkommen. Komm mal, schon kann hier nichts mehr kommen. Aber da oben gehen wir noch lang. Da nicht jetzt gerade. Aber bald. Und wir kriegen voll viel Samen von dem Scheiß. Also es lohnt sich ja schon irgendwie, ne? Autsch. Lohnt sich ja schon, weil man kriegt ja diese Samen und dann können wir einen richtig schönen großen Garten anbauen für Essen, dass wir immer genug zu essen haben. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Aber was hat denn hier grün geblinkt soeben? Hier hat was grün geblinkt, Alter, ich schwör's euch. Irgendwo hier. Da drüben ist überall diese Dingsterbums da schon. Ihr wisst, was ich meine, oder? Diese Mine, wo ich nicht reinkomme. Wenn hier schon Gold ist, bin ich dann so weit, weil Zinn dann vielleicht vorher ist? Weißt du, dass hier am Rand jetzt Gold ist und hier Zinn und alles, was so hier in der Mitte ist, ist Kupfer. Kupfer, Zinn, Gold. Könnte ich mir gut vorstellen. Also das war hier jetzt nichts. Was war denn da? Wir wissen, was da war. Da hat was geblinkt. Doof. So. Da links glitzert was? Glitzert was? Oder Kupfer. Dann glitzert noch was, da gehen wir auf jeden Fall hin. Wenn die Spitzhacke noch so lange hält. Darunter. Na toll. Eigentlich müsste man so eine alle Repair-Bank mitnehmen immer. Ja, aber so kommen wir schnell nach Hause. Und muss gleich nur darüber buddeln. Ich will hier noch eben hin. Jetzt waren wir nicht erfolgreich, ne? Wir haben jetzt nicht einen Zinn gekriegt. Gar keinen. Bis jetzt. Am sinnigsten ist es, glaube ich, wenn ich einfach zwei Kupferäxte mitnehme. Zwei Kupferspitzhacken. Und dann die einfach im Inventar habe, weil wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt eine Repair-Bank brauche, dann brauche ich die Repair-Bank, dann brauche ich die Crap-Parts, dann bin ich schon einen Platz mehr weg vom Inventar.
Da brauche ich nur zwei und komme halt gut weit. Auch wieder was am Blinken. Rechts auch was. Da unten auch was. Jo. Ah! Nicht A, Angst. Oh. Oh. Was ist das? Da gehen wir gleich hin. Eben hier. Achso, da kommen wir gar nicht. Da ist noch was. Oh, Alter, jetzt läuft's aber gerade gut hier. Was ist das? Und da drüben ist auch was. Kann das ja doch platzieren, oder? Ist das gefährlich hier? Swift Feather. Dark Coveling Floor Time. Oh shit! Sind wir weit weg von zu Hause? Eigentlich müssen wir uns nur hier links durchbuddeln. Oh, das ist Sinn. Toll. Schmeiß das weg. Oh, was ist das? Ich will das haben. Was können wir wegtun? Weg. Einfach weg. Ja, toll. Lass noch ein bisschen was hier eben. Kommt noch mehr. Gut, komm, wir kloppen uns mal eben hier nach links. Wie geil! Da musst du dir ja praktisch überall, du musst dich ja überall durchschlagen, sonst siehst du ja gar nicht, wo diese geheimen Räume sind. So. Da bin ich wieder. Bin ich wieder, Freunde. Da bin ich wieder. Ja, okay. Also bis wir das sind, jetzt alles fertig haben, ne? Das wird aber noch eine ganze Weile dauern. Nein, ich brauche das mal eben, weil ich mir noch eine Spitzhacke bauen will. Und dann bauen wir mal alles hier so rein. Eisenerz. Oh.
Precious Ohren. Keine Ahnung. Valuable. A pretty decorative without any cracks and... Okay, also Deko. Healing Potion. Mhm. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Offhand, use dash forward at... Oh. Aber Offhand ist das hier, ne? Das ist die Offhand. Da habe ich jetzt meine Laterne. Das funktioniert nicht, Freunde. Gut, dass ich so viele direkt gebaut habe. Wobei, die Dirtballs dürften wir doch hier haben, ne? 500, ja klar. Wer braucht sie? Ey, warte mal. Mich verarschen. Und kochen. So. Mhm, mhm. Mhm. Boah. Sag mal, den Sandboden konnte ich doch vorhin auch einfach so nehmen. Kann ich dann jetzt vielleicht auch einfach den Boden hier nehmen? Tatsächlich. Ah. Ah. Guck mal hier. Und zack. Ah, wir können jetzt den einfach platzieren, wie wir den brauchen, ey. Das ist natürlich auch gut zu wissen, ne? Die Fackel erstmal weggeklappt. Darf ich euch da mal eine Fackel hinsetzen? Lappen. Ihr kommt hier eh nicht rüber. So einfach ist das. Alter, wie viele von diesen Hardberries haben wir denn? Okay. Die kriegen wir da alle gar nicht platziert hier jetzt. Oder? Okay, also Essen sollte dann jetzt erstmal kein Problem mehr werden. Ich glaube, ich habe da unten eine Pflanze nicht gegossen. So. Läuft doch ganz gut schon mal. Ach, das ist was anderes wie das. Mushy Tulip Salat. Mushy. Spicy Tulip Salat. Ah. Was macht der Unterschied? Gar nichts. Doch Movement Speed und das macht Leben. Ah ja. Mhm. Essen habe ich hier reingetan, ne? Einmal erstmal so dabei, wie es jetzt ist. Und die dann noch da rein. Was ist los? Muss ich den noch rausnehmen hier, ja? Den Muschi-Tulip-Salat. So. Okay. Hm. Es ist aber auch
mich verhext so ein bisschen. Weil immer wenn wir wieder hier sind, sind 30 Minuten rum. Verrückt. Oh, guck mal, jetzt gibt es ein blaue Feuerwehr-Sirene. Eine englische. Polizei, meine ich. Ah ja, okay. Dann wird er jetzt fertig. Und dann kann ich die da reintun. Machen wir wieder die roten Polizeisirenen. Naja, okay. Aber hier sind jetzt die Scrap Parts. Habe ich die nicht hier oben drin immer? Doch, da. So. Wo wir gerade dabei sind, gib mir die nochmal her. Ah, okay, das geht auch. Sehr schön. Dann rennen wir jetzt nochmal schnell da hin, holen den Rest aus diesen Truhen. Und dann. Die Wände kann man nicht mitnehmen, ne? Das kann man aber mitnehmen. Das kann man alles mitnehmen. Das nicht. Uah. Oh, Alter, schon wieder erschrocken. Okay, cool, Alter. Irgendwas haben wir bekommen. Caviling Bread. Dry, hart, trockenes, hartes Brot. Fühlt sich an, als würde man auf Kreide kauen. Oder Kohle. Aber es füllt den Magen. Oh! Wir haben eine Angel. Und Ancient Coin. Gibt es vielleicht einen Händler? Ich weiß es nicht. Ich will noch darüber. Dann noch einen Weg rüber finden. Aber nicht mehr in dieser Folge, Freunde. Nicht mehr in dieser Folge. Ja, ihr kennt das Ganze, ne? Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haut rein!